Also bitte, ich war jetzt hier überall. Den hast du nicht gefunden. La was? La tot. Oder bewegt der Arsch sich? Das kann natürlich auch sein, dass der sich hier bewegt und rumläuft. Ich würde da ja gerne rüberspringen, aber ich glaube, das reicht nicht. Puh, okay, es reicht doch. Aber es ist knapp. Mann, wo ist der? Ich übrige hier noch die ganze Folge damit, da den Typ zu suchen. Ist ja nicht so witzig. Schätze, das irgendwie von Wachen bewacht. Von denen, die sind alle rot. Der wird ja uns gelb markiert. Weil er ja eine Zielperson ist. So. Hier haben wir voll den guten Überblick eigentlich über dieses Gebiet, was wir hier absuchen sollen. Was? Oh Gott, ich habe gerade irgendwie was eingebildet, was gar nicht da war. Scheiße. Wo ist der? Jetzt gehen wir mal hier hoch. Ernsthaft, seht ihr hier was? Eine Dante? Ja, das ist. Ach, der wundert, dass wir hier oben sind. Sorry. Ja, schon weg. Ja. Cool. Oder auch eher nicht so cool. Mann. Das finde ich ja jetzt richtig dumm. Hört her! Ich habe auch Überhang aus dem Lager der Schmiede meines Bruders zu sehr attraktiven Preisen. Ach. Hä? Gut. Toll. Alter. Hat der eine Axt mit? Gut, jetzt weiß ich zumindest, wo er ist. Der tanzt da die ganze Zeit mit so einer Frau rum. Schön. Ajo. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Buonasera. Meine Fresse, wo geht er denn lang? Oh cool, das kannte ich auch noch nicht, dass er das macht. Ich möchte bitte die Mädels hier haben. Kommt mit. Gut. Schön. Hat doch geklappt. Haben wir jetzt die goldene Maske auf? Nö, noch nicht. Okay. Da müssen wir jetzt zu dem Fest hin. Zum Karnevale. So, ich nupp ich einmal weg. Upsa. Wieso steht ihr denn hier so blöd rum?
Hat das einen Sinn? Ich frag mich, ob die das ärgern. Die Herren haben die besten Damen der ganzen Stadt gezogen. Oder? Ah! Jungs, ihr seht aus, als müsstet ihr euch so. Und dich möchte ich auch mal weg. So, wir sind da. Dann setz mal dein goldenes Maskchen. Maskchen? Nein, das gibt's ja wohl gar nicht. Jetzt muss ich wieder alles aufräumen. Oh, was ein ganzes Tagewerk. So was Dummes. Tja, fick dich. Buonasera, Signore. Ach, du bist auch schon da, Theodora. Marco ist auf einem Boot, noch in Ufernähe. Er wird in ein paar Minuten eine Rede halten. Nutzt meine Mädchen. Guck sie an. Bewegt euch mit ihnen, um nicht entdeckt zu werden. Ich muss sie trotzdem bezahlen. Das ist doch kacke. Sorry. Darf ich euch haben? Trotzdem. Besser aufpassen, Amigo, ja? Buonasera. Wieso darf ich die nicht anheuern? Hallo? Hi. Bin gleich wieder weg. Achso, gut. Oh, Dante ist böse und unrasiert. Oh. Oh nein. Ah! Oh, Scheiße. Eine komische Kleidung. Ein Dalmatier vielleicht? Hm. Der kommt nicht. Oh, was war das denn jetzt? Wieso gehen die einfach auseinander? Hm. Oh, das sieht ja cool aus. Sieht aus wie so ein Tiger. Okay, lass mal was. Wieso habt ihr schon wieder Angst vor mir? Alter! Das könnte... Meine Fresse, was ist denn das? Mir fehlt der Blick von dem Kerl nicht. Die Wache ist auf dem Weg, flieht! Was soll ich denn tun jetzt noch in 10 Sekunden? Seid ihr denn blöd? Ich dachte, ihr helft mir. Ach so. Ich muss sie jetzt nur so lange aushalten, okay. Ich dachte, jetzt ist schon verkackt, weil ich irgendwie nichts gemacht habe. Willkommen, meine Freunde, zum größten gesellschaftlichen Ereignis der Saison. Ob im Frieden oder im Krieg. In Zeiten des Reichtums oder Darbens. Venedig wird immer Darbens? Karneval feiern. Ja, er verlässt das Boot nicht. Ich werde rausschwimmen müssen. Das besser nicht. Ihr werdet sofort entdeckt. Dann kämpfe ich mir den Weg vor. Wartet! Heute Nacht feiern wir, was uns groß macht. Wie hell unser Licht über die Welt erstrahlt. Das ist es. Die Pistole.
mit der er den Mörder gestoppt hat. Sie ist so laut wie die Explosionen, wählt den richtigen Zeitpunkt und niemand wird etwas bemerken. Ich mag eure Art zu denken, Schwester. Dann erwarte ich euch am Bordell, mein Sohn. Wir alle wissen, dass wir schwere Zeiten durchgemacht haben. Aber wir haben sie gemeinsam durchgestanden. Und nun ist Venedig stärker denn je. Jetzt kann ich die endlich anfeuern, Mann. Machtwechsel sind schwierig für alle. Nein, nee, ihr glaubt aber mir meine diesen Lücken. Haben wir mit Anstand und Ruhe bewältigt. Es ist nicht leicht, einen Dogen in der Blüte seiner Jahre zu verlieren. An die Brutalität eines Assassinen, der sich in unserer Mitte versteckt. Wirklich, wir alle haben Mocenigo sehr geliebt. Er war ein Freund von uns allen. Hören Sie noch mal zu vermisst. Und warten auf den richtigen Aber Moment. Hat jemand von uns seine Politik geliebt? Fühlten wir uns sicherer unter seinem wachsamen Blick? Glaubten wir an den Weg, den er uns führte? Oder begannt auch ihr, Angst zu haben, wie ich? Angst, dass Mocenigo nicht klar sah, dass er nicht vorbereitet war auf die Dinge, die da kommen. Sieht schon geil aus, diese Maske. Meine Freunde, ich sage euch, ich kann diesen Weg klar erkennen. Ich weiß, wo wir hingehen. Es ist ein wunderschöner Ort. Wir werden ihn gemeinsam erreichen. Die Zukunft, die ich für Venedig sehe, Schatz, wir müssen ihn noch auslabern lassen und dann wird hier Feuerwerk gemacht. Und des Reichtums. Ja. Wir werden eine so starke Flotte aufbauen, dass uns unsere Feinde mehr fürchten denn je. Wir werden unsere Handelsrouten ausweiten und Gewürze und Schätze heimbringen, von denen wir nie geträumt haben. Und denen, die gegen uns sind, sage ich, trefft eure Entscheidung mit Vorsicht. Entweder seid ihr auf unserer Seite oder ihr seid auf der Seite des Teufels. Und unter unseren Freunden dulden wir keine Feinde. Wir werden euch finden. Wir werden euch ausmerzen. Wir werden euch vernichten. Ich werde dich vernichten. Und Venezia wird ewig strahlen. Das hellste Juwel der gesamten Zivilisation. Puh. Das scheint richtig gewesen zu sein. Gruselige Mann mit der goldenen Maske. Es ist zu früh. Ich bin nicht bereit. Das klang wie, ich bin nicht bereit. Er muss ja noch ein bisschen was trinken. Es tut mir auch leid, dass du nicht bereit bist, aber es hat sich so schön geweint. So, wir müssen jetzt hier weg. Und tschüss. Du bist schön. Das ist schön für dich. Das interessiert mich aber gerade so ein bisschen. Ehrlich gesagt, nicht. Mein Bruder bringt sich mit dieser Vorführung in Verlegenheit. Ach, witzig. Ihr habt kein Recht, so zu sprechen. Er ist lass dich doch los, Mann. Er ist nur dem Namen nach Doge und er gibt das Geld Venedigs aus. Es geht um Wichtigeres und das wisst ihr auch. Marco wurde auserwählt, um zu führen. Euer Vater mag ihn nicht für so gut gehalten haben und wollte seine politischen Ambitionen ganz auf euch abwälzen. Aber das tut nichts zur Sache. Die Situation ist eine andere. Nun, ich wollte nie Doge sein. Dann scheint es, als hättet ihr Erfolg gehabt. Macht ist größer als Reichtum. Glaubt mein Bruder wirklich, dass er aus einem anderen Grunde als einem Reichtum gewählt wurde? Scheiße. Er wurde wegen seiner Weisheit und Führungsstärke gewählt. Und das hier tut er mit dieser Weisheit? Ein Feuerwerk? Er versteckt sich in seinem Palazzo, während die Stadt zerfällt und denkt, dass ein paar teure Explosionen dazu führen, dass das Volk seine Probleme vergisst. Das Volk liebt das Spektakel. Das ist menschlich. Ihr werdet sehen. Wer redet da? Nochmal. Wer redet da? Kommt, meine Freunde! Ach, nö. Ach, oh, du hast Schafsurin und Rosmarinpackungen gegen meine Hühneraugen. Du kommst hier nicht durch, Strams. Ach, ihr seid doch scheiße. Wartet ihr hier jetzt drauf, ne? Oh, 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 oh. Dolch! Ja. Hau voll ins Knie. Voll in den
Kehle von hinten so blam. Ah! Alter! Voll ein ins Gesicht gelangt. Okay, wenn der Fette angreift, dann müssen wir immer so. Ausweichen. Ha! Weil der nämlich sonst Aua macht. Der macht Fettaua. Scheiße! Was ist denn das für einer? Haut der mir meine Waffe aus der Hand? Ich glaub's nicht.